Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ja, wie ihr schon seht, sieht das hier jetzt ein bisschen anders aus. Und ja, also ich habe jetzt schon ewig nicht mehr aufgenommen. Die 1.7 ist rausgekommen und ja, keine Ahnung, ich habe schon keine Ahnung, wie lange nicht mehr aufgenommen. Und ich dachte mir, ja, mach mal ein anderes Texture Pack rein. Und ja, das wäre... Ihr dürft jetzt entscheiden, welches Texture Pack ihr am besten findet. Ich habe zwei zur Auswahl, also entweder 1 oder 2. Das hier wäre die Nummer 1, also falls ihr das gut findet, könnt ihr 1 in die Kommentare schreiben. Aber wartet erstmal ab, bis ihr es anderes. So, also das hier wäre jetzt das Texture Pack Nummer 1. Sieht so aus. Das Holz hier finde ich sehr schön. Die Türen finde ich eigentlich auch okay. Besonders, also an den Türen finde ich eigentlich schön, dass die sich da oben so perfekt einpassen, hier so. So, da passen die perfekt rein. Und deswegen, ja, finde ich das eigentlich schön, so von Türen her. Das ist ein 128er Texture Pack. Ich spiele das jetzt hier auf höchsten Grafikeinstellungen. Und ja, es laggt vielleicht ein bisschen, ich weiß es jetzt nicht. Also eigentlich habe ich konstant 30 FPS. Aber ich merke hier immer solche kleinen Ruckler drin. Da könnten wir vielleicht mal die Sichtweite auf 4 Chunks oder so runterdrehen. Dann läuft das vielleicht auch flüssiger. Aber falls ihr das hier wollt, schreibt die 1 in die Kommentare. So. Dann wäre das gedacht. Das andere ist Specs. Das hier ist das 512 Texture Pack. Also das ist schon eine etwas höhere Auflösung. Jetzt wird Minecraft wahrscheinlich erstmal abschmieren. So, da sind wir wieder nach einem kleinen Cut. Jetzt sehen wir hier das Specs GPD Craft in der 512 Auflösung. Wir spielen jetzt hier mit, das habe ich gerade umgestellt, ja auf 9 Chunks heißt gestellt. Und ja, wir haben konstant 30 FPS. Dann zeige ich euch das hier nochmal schön. Hier Gras und so ein schönes Zuckerrohr. Und ich denke mal, die meisten werden das hier kennen, das davor nicht so. Ich könnte das jetzt auch in einer niedrigeren Auflösung reinknallen, falls ihr das wollt. Bei 512 ist halt das Maximum. Also es geht dann, wenn schon, nur noch niedriger. Also ich könnte jetzt 236 was, glaube ich. 128, 64, 32, 16 irgendwas davon reinmachen. Aber ich finde so eine hohe Auflösung eigentlich ziemlich geil. Was ihr dazu sagt, würde mich mal interessieren. Also schreibt es in die Kommentare. Das hier wäre dann Version Nummer 2. Und ja, schreibt also 1 oder 2 in die Kommentare und wenn ihr wollt mit Begründung. Braucht ihr aber nicht, wichtig ist nur 1 oder 2 zu sagen. Also 1 von beiden, nicht 1 oder 2 in die Kommentare schreiben. Und ja, das war es eigentlich auch schon so für den Anfang. Und ja, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier noch gemacht hatten als letztes, weil ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht mehr aufgenommen habe. Keine Ahnung, so. Ich glaube aber, wir können mal wieder ein bisschen Schafparty machen. So. Aber irgendwie fehlt die Herzanimation hier immer noch. Was ich aber ziemlich geil finde, dass ich diese hässlichen weißen Linien wegkriege hier in der 1.7. Das finde ich ziemlich cool. Zieht zwar richtig an FPS, aber... Ich meine, ich finde es geil. So. Schafe sollten alle aufgegeilt sein, ja. Gehe ich mal wieder. Weg da. So. Hast du ja nicht noch gar keine Tür drin, das ist natürlich doof. Könnt ihr überhaupt schon wieder? Du und du. Du. Nee, ich glaube, die können gerade nicht. Die Kühe, die können bestimmt, oder? Ja, die können rammeln, das ist schön. So, dann tun wir denen natürlich auch mal den Gefallen und vermehren die ein bisschen. So. Also ich lasse jetzt erstmal nur das Pack hier drin, weil das sonst so lange dauert, wieder zu wechseln. So. Die sollten ja auch alle vermehrt sein. Ja, das war schlau, definitiv. So. Pferd. Ach so, genau, ein Pferd bräuchten wir noch. Ah ja, stimmt. Ah ja, stimmt ja. Die haben doch ein Kind gemacht. Nein, nein, nein. Ich habe nichts davon mitbekommen. So, dann würde ich sagen, ernten wir mal kurz ein paar Möhren.
So. Natürlich nur ein paar, nicht alle. So. Und das kommt dann hier alles schön hin. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon überhaupt mit meiner neuen Maus, meinem neuen Headset aufgenommen hatte. Das wusste ich nämlich gar nicht. Weil, ja, keine Ahnung, das ist halt schon ewig her. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch schnell ein... Oder warte, wir machen jetzt was anderes. Ich hole mir erstmal ein bisschen Sticks. Oh fuck, ich habe so lange kein Vanilla mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Spielen wir auch auf einfach? Ja, das ist schön. So. Aber ich hatte keiner dieses Zeichen, das finde ich ein bisschen komisch. Aber YOLO. Pflanzliches Zeug kommt da rein. Genau, hier Sticks. Brauche ich 8. Und dann brauche ich noch 4 Holz. Das war es eigentlich schon. Aber ich tue mal noch die Monster Drops weg. Genau, hier. Verrottetes Fleisch, okay. Tue ich das dann mal noch alles rein. Baumaterial kommt hier rein. So, den Zaun auch. Sattel. Wo wollte ich die hin tun? Sattels. Achso, die brauche ich ja noch für mein Pferd, stimmt. Leinen habe ich. Sattel. Weed habe ich auch. Ich habe ein bisschen mehr Weed. Weed. So. Wo haben wir noch ein bisschen Weed? Hier haben wir keinen Weed, egal. Dann reite ich einfach mal mit meinem... Oh, was soll ich losreiten? Komm, ich laufe einfach, weil ich es kann. Nein, ich kann. Und ich habe mir auch ein Gesprächsthema rausgesucht, und zwar Google Plus. Diese neue Kommentarfunktion, wo jetzt wahrscheinlich schon jeder drüber reden wird. Und ja, wo er schon geredet hat, das weiß ich sogar schon, weil ich jetzt auch schon 3-4 Tage, nachdem das eingeführt wurde, schon erst aufnehme. Und scheiße, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Dann renne ich mal in die Richtung. Also ja, wie ihr sicher alle wisst, also müsst ihr ja wissen, muss man jetzt mit Google Plus verknüpft sein, und ja, das Problem ist, da sind immer noch solche hässlichen Striche. Na, geht eigentlich. Das Problem ist, dass man dazu gezwungen wird, sozusagen, sich mit Google Plus zu verknüpfen, um überhaupt Kommentare zu schreiben, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe mich natürlich sofort mit Google Plus verknüpft, weil ich sonst überhaupt gar keine Videos mehr machen könnte. Also könnte ich vielleicht schon, aber da könnte ich auf keine Kommentare mehr antworten oder keine Ahnung. Und ja, ich finde das eigentlich richtig kacke gemacht, weil ja, jeder, der nicht mit Google Plus verknüpft ist, mit denen kann man nicht kommunizieren über die Kommentare. Und ja, andererseits muss ich aber auch sagen, finde ich das auch wieder ganz gut. Weil ich habe mich jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigt, und da kann man halt so Leuten, mit denen man immer mal was macht, die als Teammitglieder oder in einen eigenen Kreis hinzufügen und so. Das finde ich zum Beispiel ganz geil, aber ich finde, dass man da jetzt nicht unbedingt dafür noch Google Plus einbeziehen müsste. Für mich ist jetzt das nur so geregelt, dass ja, Google Plus ist unfame, wir müssen das irgendwie pushen und ziehen das deswegen bei YouTube mit rein. Das finde ich so... Ich fand es ja schon immer scheiße, dass man jetzt mit Google Plus... Das sind immer noch diese hässlichen Streifen. Dass man mit Google Plus ja jetzt schon so verknüpft sein musste. Das fand ich jetzt schon immer ein bisschen kacke. Aber ich finde es noch schlimmer, dass das jetzt noch mit Google Plus mehr ausgebaut wurde oder immer noch ausgebaut wird. Und ja... Die Kommentare sind erstmal richtig scheiße gewesen am ersten Tag. Das hat sich mittlerweile schon ein bisschen gebessert, aber auch nicht wirklich. Ich meine, man kann jetzt Links und alles posten. Man kann es auch sperren. Hat seine Vor- und Nachteile, dazu möchte ich eigentlich nichts sagen. Aber was mich persönlich ein bisschen nervt, ist dieses mit den besten Kommentaren, so Daumen hoch geben und so. Das funktioniert alles nicht mehr so richtig, keine Ahnung. Der beste Kommentar ist jetzt der, der nicht die meisten Daumen nach oben hat, sondern der, wo die meisten Antworten drauf kommen. Und das wahrscheinlich meistens Hate. Und sowas finde ich scheiße eigentlich. Und ganz ehrlich,
ich, wie ihr vielleicht auch wisst, habe ich mit diese Bob, mit dem Panzer da, finde ich eine gute Aktion, auch wenn es wahrscheinlich überhaupt nichts hilft, also es hilft zu 100% nichts, aber ich finde, viele haben das ja zwar kritisiert, ja, das hilft sowieso nichts und das spammt nur die Kommentare zu, hört auf mit der Scheiße und so, aber ich muss ehrlich sagen, okay, das wollte ich nicht sagen, aber ich muss ehrlich mal sagen, dass das Community-Zusammenhalt zeigt, dass das zeigt, dass viele damit unzufrieden sind. Und ja, das finde ich eine coole Aktion. Deswegen habe ich da auch mitgemacht und ich weiß nicht, warum sich da manche drüber aufregen, weil das ist ja gerade die Kacke an den Kommentaren, dass man alles zuspammen kann. Jetzt und dass man, ja, dass man halt alles zuspammen kann. Muss man nicht machen, ja, klar, muss man nicht, aber das machen jetzt viele. Und genau das zeigt auch dieser Bob mit seinem Panzer da, dass man die Kommentare jetzt richtig zuspammen kann und dass das auch alles noch als bester Kommentar gewertet wird. Und ja, genau das verkörpert das ja eigentlich. Und ich finde, die sollten da was umstellen irgendwie. Das hier sind, glaube ich, die neuen Pflanzen, kann das sein? So. Das ist Pfingstrose. Ja, Pfingstrose. Daraus kann man rosa Farbstoff machen. Cool. Dann nehme ich mal ein paar Pfingstrosen mit. So. Das hier sind schöne neue Pflanzen. Und wie gesagt, also, wenn sich da jetzt welche drüber aufregen, wie zum Beispiel Konk, habe ich gemerkt, der findet das gut. Das mit den neuen Kommentaren. Aber ich finde ja, für so einen großen YouTuber ist das vielleicht einerseits ein bisschen gut. Aber ich denke auch, dass da vielleicht YouTube dahinter hängt, dass sie sagen, ja, Kong, jetzt vielleicht nicht für Geld, aber wenn die so sagen, ja, uns würde es freuen, wenn du das mal ein bisschen positiv bewertest, dass wir nicht so viel Hate abbekommen und so, könnte ich mir das schon vorstellen, dass das so hinterrücks was passiert, weil ich glaube, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Kong so wirklich sagt, ja, ich finde das wirklich toll. Weil, ganz ehrlich, das ist nicht toll. Also, sicher, bei dem neuen YouTube-Design haben auch einige immer gesagt, das ist scheiße. Und man hat sich jetzt dran gewöhnt, aber ich muss ehrlich sagen, man hat sich vielleicht dran gewöhnt daran. Aber, das heißt nicht, dass ich das jetzt besser finde. Also, ich finde immer noch dieses mit diesen an der Seite nach wie vor immer noch viel cooler als das, was wir jetzt haben. Das weiß ich nicht. Also dieser Banner finde ich eigentlich nicht so geil. Ich fand das mit diesen an der Seite das viel schöner, das Design. Aber ja gut, jetzt hat man sich dran gewöhnt, jetzt regt man sich auch nicht mehr drüber auf. Aber es ist einfach so, dass das früher besser war, fand ich. Also so wie sich YouTube jetzt mit Google Plus entwickelt, finde ich nicht toll. Sicher Google Plus ein bisschen zu pushen. Ist sicher auch keine schlechte Seite, aber ich weiß nicht, warum ich auf Google Plus gehen sollte. Die haben nichts, was Facebook oder YouTube oder irgendwas unterscheiden würde, was jetzt da ganz besonders daran wäre, dass man das unbedingt haben müsste. Das ärgert mich auch so ein bisschen und ich weiß nicht, warum ich das tun sollte. Deswegen, ja, versteht mich bitte nicht falsch, aber ich finde das nicht so geil. Und ja, jetzt haben wir schon wieder 1000 Sachen nebenbei gemacht. Löwenzahn, Mond, Lieder, alles gefunden. Und jetzt sind wir sogar schon in einem neuen Biom. Neues Biom. Man sieht jetzt hier auch, oh, Screenshot. So, aber ich denke mal, ihr habt ja wahrscheinlich alle das 1.7 Update Video von mir gesehen. Und wenn nicht von mir, dann wahrscheinlich von jemandem anderen, denke ich mal. So dass ich das hier, glaube ich, nicht mehr zeigen muss, was jetzt alles so direkt neu ist. Aber das hier ist zum Beispiel ein neues Biom. Ja. Ja. Und wie gesagt, Google Plus, so um das zusammenzufassen, nein, finde ich nicht so toll. Ich muss sagen, ich stimme da mit Dena und so überein. Den einzigen, den ich gefunden habe, der sagt, das ist cool, ist eigentlich Kronk, weil keine Ahnung, das kommt mir auch ein bisschen komisch eigentlich. Aber
man wird es nie erfahren, ob das jetzt irgendwas hinterrücks von den Zuschauern passiert ist oder nicht. Ehrlich gesagt will ich das eigentlich auch gar nicht so genau wissen, weil, naja, regt sich dann sowieso nur der Püpper auf. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Kronk das so wirklich gemeint hat, wie er es gesagt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zwar sonst eigentlich Kronk, finde ich cool. Also ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt der größte Fan von dem wäre, aber ich finde Kronk als Let's Player nach wie vor noch cool. Sicher kann man sich drüber streiten, ob man jetzt noch so viele Folgen Minecraft machen muss oder nicht. Bin ich auch der Meinung, ja, 1000 Folgen, ich habe mir alle 1000 Folgen angeguckt. Ich bin der Meinung, ja, 1000 Folgen reichen eigentlich. Also, aber wenn es mir noch Spaß macht, okay. Das macht halt Kronk aus und ich denke, wenn er jetzt mit Minecraft aufhört, dann hätte er so viele D-Abonnenten. Und das kann er sich nicht leisten, schätze ich mal. Und das wird auch so ein Grund davon sein. Sicher ist das jetzt nicht der einzige Grund, warum er das weitermacht. Aber ich denke mal, wird es da nicht so viele Zuschauer geben. Also er ist nicht der größte Teil seiner Zuschauer. Dann würde der das auch nicht machen. Zu 100% nicht. Das ist einfach so und kann man den auch nicht übernehmen. Ja. Ich bin mir die ganze Zeit nicht sicher, oh, soll ich Enderman angreifen oder nicht? Diese scheiß Skelette sind ein bisschen überbraucht. Komm, YOLO. 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 Und YOLO. Enderpearl. Den anderen greife ich nicht. Das ist mir zu riskant. Also wie gesagt, na, Google Plus ist kacke. Zu Kronk habe ich jetzt auch schon einiges gesagt, was ich gerne sagen wollte eigentlich. Und ja, Hero Projekt ist ja auch in der Zwischenzeit gestartet. Davon gibt es ja mittlerweile auch schon einige Folgen. Muss ich ehrlich sagen, ist ein geiles Projekt und verfolge ich aber jetzt nicht so wie das Mega-Projekt. Ich weiß nicht warum, ich finde es eigentlich mega geil, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich schon selber so viel gezockt habe und keine Ahnung, also ich finde das Projekt trotzdem mega geil, die Idee ist geil, ich wäre auch so gern dabei, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Leider, aber okay. Ich meine, da kann man jetzt nichts tun. Boah, warum explodiert so scheiße? Ich komme mir so vor, als wäre ich der No-Skiller, weil die alle hochgehen. Bin ich ja auch, aber, ja. Alter, das war schwierig. Ja. Ja, also, ich weiß es nicht. Ja, und, ich glaube, wir sprechen in der nächsten Folge mal an, warum jetzt in letzter Zeit so wenig Videos kamen. Und wahrscheinlich auch noch eine Weile so weiterkommen wird, weil es, ja, werde ich dann in der nächsten Folge sagen. Oder ich sag's jetzt einfach schon mal so ganz kurz, ja, ich habe so direkt keine Zeit. Und die genauen Gründe erfahrt ihr in der nächsten Folge. Aber ich glaube, die Folge mache ich anders. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, ich sitze hier gerade irgendwie so, ich habe so voll schönes Energy vor mir rumstehen. Und einen fetten Bildschirm und Fernseher und ich fühle mich gerade ein bisschen reich. Und nein, ich verdiene kein Geld mit YouTube, falls ihr euch das denkt. Und ich war auch mal kurze Zeit YouTube-Partner. Ich bin eigentlich immer noch Partner, aber irgendwie werden mir die Partnerfunktion nicht anerkannt. Keine Ahnung. Ich konnte meine Zeit Videos auf geplant schalten, habe ich auch gemacht. Aber irgendwie geht es jetzt nicht mehr. Ja, ich bin Partner von YouTube. Das stimmt, ich könnte theoretisch Geld damit verdienen, mache ich aber nicht. Ja. Und ist gerade schön kalt draußen, ich habe meine Heizung an, es ist dunkel. Ich trinke ja meine Energy und ja, das ist ein tolles Leben hier. Und ich will jetzt solche verfickten Pferde. Ja, eigentlich ist es relativ viel passiert, wo ich nicht aufgenommen habe. Ghost ist rausgekommen, Battlefield 4, weiß ich gar nicht, was damit ist. Wirklich nicht. Aber da ich Danny Burnage verfolge, weiß ich ja jetzt, dass Ghost rausgekommen ist. Das lässt sich da auch kaum übersehen. Und ja. Aua. Das wollte ich auch schon mal gesagt haben. So, wir bauen ein bisschen Eis. Der Creeper.
Nur das Schwert hat noch nicht Rückstoß. Und Daimodifikant. So, ich habe jetzt auch überhaupt kein Zeitgefühl mehr, wie lange die Folge ist. Ich weiß bloß, dass ich schon wieder ein ganzes Stück gelaufen habe. Ich habe kein Gefährt gefunden. Ein Gefährt, wisst ihr? Ein Gefährt. Toll. Toll, toll, toll. Lol, 1,5 GB beansprucht Minecraft jetzt. Ja, läuft. Das ist der hohe Fang. Also ich muss sagen, ich habe ja nach wie vor mal noch offen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, 1 oder 2 in die Kommentare zu schreiben für die Texture Packs. Das hier ist Nummer 2 nach wie vor. Und ja, ich muss sagen, es gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und so länger ich das spiele, umso mehr Spaß macht es mir. Ich weiß nicht. Das hier sieht auch so toll aus. So toll. Und wenn ich dann noch die Shader drin habe, die es leider noch nicht für 1.7.2 gibt, dann freue ich mich. Weil das hier mit Shadern, oh ja, Schleck. Ja, die Fräse spannend. Oh, hoi, ja. Hoi. Und ich habe mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht, wie ich wieder nach Hause komme, ich Depp. Ja. Jollo. Jollo, Mollo. Der Farm sieht cool aus. Cooler Farm. So. Dum, 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 dum. Was haben wir hier denn noch Schönes? Das sieht schön aus, das nehme ich mit. Das ist was? Porzellan? Porzellansternchen. What the fuck? What the fuck is that? Ja, keine Ahnung. Ich meine, da weißen Farbstoff raus oder was? Ne, hellgrau. Ich dachte jetzt schon, weil weißen Farbstoff gibt es ja nicht. Das wäre ja Bone Meal. Und aus einer Pflanze Knochenmehl zu kriegen, ist so eine Sache. Will ich jetzt nichts zu sagen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie lang die Folge ist, dann würde ich hier mal einen Cut machen, aber... Das sind Pferde! Pferde, 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 Pferde. Pferde. Pferde, Pferde, Pferde. Pferde, Pferde, Pferde. Ja, würde ich sagen, dann begeben wir uns dann in der... Was ist schöner, so ein Schwarze? Ja, ich stehe mehr auf Schwarze, also, ja. Komm her, Pferd. Jo! Ich reite dich. Mag der mich jetzt? Mag der mich? Ich weiß es nicht. Willst du einen Sattel haben? Ja, der will einen Sattel haben. Wey! Das ist mein Pferd. Scheiße, fuck. Die anderen Pferde lasse ich einfach mal zurück. Müssen wir genau in die Richtung reiten. Was haben wir hier noch für tolle Pflanzen? Da müssen wir in die Richtung reiten. I don't know. So, dismount. Was ist das hier Schönes? Margarite. Ja, eine schöne Margarite. Da kommt bestimmt auch hellgrauer Farbstoff. Ja, klar. Das wusste ich doch. So, dann haben wir eigentlich schon wieder fast alle neuen Pflanzen, glaube ich. Oder wir haben sogar alle neuen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge ist, weil ich kein Zeitgefühl mehr habe. Früher habe ich das immer so Pi mal Daumen mäßig gemacht, aber jetzt... Ja. So, ich würde sagen, dann wir reiten in diese Richtung. Aber das sehen wir nächste Folge. Und bis dahin, schreibt 1 oder 2 in die Kommentare. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Und Outro.